Heute zeige ich dir, wie man so eine Markisenhalterung durch ein Wärmedämmverbundsystem hindurch an so einem Lochbaustoff befestigt. Bleib dran! Hallo, ich bin's der Bernd, anwendungstechnischer Berater der Unternehmensgruppe Fischer. Häufig gestellte Frage in der Anwendungstechnik: Wie bekommen wir so eine Markise an einem Wärmedämmverbundsystem in so einem Lochbaustoff befestigt? Und wie es Schritt für Schritt funktioniert, zeige ich dir jetzt. Für die Montage sind ein paar Werkzeuge erforderlich, die du dir vorher besorgen solltest. Und welche genau das sind, das findest du in der Videobeschreibung. Außerdem verlinken wir dir ein Prospekt und in dem Prospekt findest du Hinweise darauf, welches der zwei in Frage kommenden Thermax-Systeme für dich das Richtige ist. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt gehen wir mal rüber an die Wand und montieren. Anhand der Probebohrung konnte ich jetzt feststellen, stufiger Bohrfortschritt in Verbindung mit rotem Bohrmehl bedeutet in der Regel Hochlochziegel. Wir haben die Probebohrung durchgeführt, wir haben den Untergrund herausgefunden, es handelt sich um einen Hochlochziegel. Wir haben die Ankergröße und Verankerungstiefe und die Siebhülse festgelegt und daraus ergibt sich jetzt die Bohrtiefe und der Bohrdurchmesser. Wir haben eine Siebhülse mit 130 mm. Die Ankerstange passt jetzt zufällig. Du musst gegebenenfalls die Ankerstange ablängen oder auf deine Anforderungen anpassen. Daraus ergeben sich bei mir hier vorne 11 cm. Das passt natürlich genau zufällig auf das, was wir hier gemessen haben. Die Siebhülse hat nochmal 130 mm, die wir dann zusätzlich noch als Bohrtiefe benötigen. Hierfür messen wir die erforderliche Bohrtiefe bis zur Vorderkante des Antikältekonus. Es wären in diesem Fall 24,5 cm. Diese 24,5 cm markieren wir auf dem Bohrer von der Schneide aus, entweder mittels Klebeband oder mit einem Strich. Um dann auch sicher gewährleisten zu können, dass die erforderliche Bohrtiefe auch erreicht wird. Ja, die Löcher sind gebohrt. Eine Bohrlochreinigung ist bei Lochbaustoffen nicht erforderlich. Das wäre der Fall in Porenbeton oder Beton oder in einem anderen Vollbaustoff. In diesem Fall benötigen wir keine Bohrlochreinigung. Als nächstes müssen wir den Platz für den Antikältekonus in der Dämmung einfräsen. Bei besonders weichen Putzen und Polystyrolen zum Beispiel leistet es der Antikältekonus bereits für sich. Der hat hier solche Fräsen drauf, indem er sich in die Dämmung einfräst. In diesem Fall haben wir eine relativ harte Putzoberfläche. Für diesen Fall nutzen wir die Fräsklinge. Die erleichtert uns das Einfräsen. Auch die liegt der Packung bei. So, der Platz wäre gefräst. Wir können die Fräsklinge wieder entnehmen. Das Produkt mal vorsichtshalber einstecken, prüfen, ob die Bohrtiefe ausreichend ist, ob der Anker genug Platz hat oder ob noch Verunreinigungen im Bohrloch sind. Wenn das der Fall ist und alles erledigt ist, dann müssen wir die Siebhülse einschieben. Das Einschieben der Siebhülse erfolgt mittels Ankerstange. Als nächstes wird der Mörtel injiziert und der Anker gesetzt. Hierfür müssen wir wissen, diese Kartusche FIS-V 360 Plus, unser neuester Hochleistungsmörtel, hat eine Skalierung. Ähnlich wie Millimeter und Zentimeter, auch wenn das nicht genau übereinstimmt, finden wir eine Skalierung mit 170 Skalenteilen. Von diesen 170 Skalenteilen werden die ersten 10 Skalenteile verpresst und verworfen. Das ist der Vorlauf, er wird nicht aushärten. Dann injizieren wir gemäß Montageanleitung
passend zur Siebhülse, 20 x 130 k, ca. 26 Skalenteile, also ungefähr 2,6 cm auf dieser Kartusche. Das ist die erforderliche Mörtelmenge pro Bohrloch. Das Ganze machen wir zweimal in beide Siebhülsen und drehen dann den Anker leicht drehend von Hand ein. Zum Auspressen verwenden wir die Auspresspistole FIS DMS. Bevor wir beginnen, benötigen wir noch Sicherheitshandschuhe, die beim Umgang mit Mörtel zwingend erforderlich sind. Und dann schrauben wir die Verschlusskappe ab, bevor wir die Kartusche einlegen. Dann den Statikmischer aufschrauben. Jetzt wird eine gewisse Menge Vorlauf verpresst, wie eben besprochen, ca. 10 Skalenteile. Dafür kann man hier oben reinschauen. Falls die Länge des Statikmischers nicht ausreicht, liegt der Verpackung ein Verlängerungsschlauch bei. Diesen Verlängerungsschlauch einfach über den Statikmischer drüber stülpen. Nachdem wir den Mörtel jetzt fertig injiziert haben und die Anker in den noch weichen Mörtel eingedreht haben, beträgt die Verarbeitbarkeit des Mörtels, die tatsächliche Verarbeitungszeit, beträgt 5 Minuten. Die Zeit bis zum vollständigen Aushärten beträgt zwischen 10 und 20 Grad, circa eine Stunde bis zur vollen Belastbarkeit. Das heißt, wenn wir die Verankerung länger als 5 Minuten unterbrechen, müssten wir den erneuten Vorlauf ausspritzen und einen neuen Statikmischer verwenden. Auf keinen Fall bitte die rote Kappe wieder aufdrehen, sondern immer den Statikmischer aushärten lassen, wieder herunterdrehen und erneut einen Statikmischer aufdrehen, wenn die Verankerung länger unterbrochen wird. Die Anker sind vollständig ausgehärtet. Wir haben zwischen 10 und 20 Grad Umgebungstemperatur und Bauteiltemperatur hier. Demnach ist nach 60 Minuten ca. 100% der Tragfähigkeit für die Anker erreicht. Wir können nun weiterarbeiten. Zuerst richten wir die Anker ins Lot aus, und zwar bezogen auf die Markise mittels Wasserwaage. Hierfür können wir den Antikältekonus mit einem Ringschlüssel bis zu 5 mm variabel einstellen. Hierbei empfiehlt es sich, ungefähr 1 mm mit der Konsole vor der Putzoberfläche zu bleiben, damit diese auf keinen Fall eingedrückt wird. Nachdem die Anker jetzt fertig ausjustiert sind, sollten sie abgedichtet werden, und zwar gegen den Putz. Hierfür nutzen wir unseren Multikleber und Dichtstoff KD290. Ich bin mir sicher, du bekommst es schöner hin. Allerdings sollte es so nach der Montage aussehen. Da können wir davon ausgehen, dass die Fassade dauerhaft dicht bleibt. Jetzt hast du den Anker regelkonform gesetzt. Der Ringspalt wurde gegen die Fassade abgedichtet. Somit kann kein Regenwasser mehr nachträglich in die Fassade eindringen und zu Schäden führen. Jetzt bleibt nur noch die Montage der Markisenanbauplatte. Die Markisenanbauplatte hat ca. 12 mm in meinem Fall. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, den Gewindestift herauszudrehen,
sodass eine maximale Klemmdicke von 16 mm ermöglicht wird. Ja, nachdem wir jetzt die Platte angebracht haben, bleibt nur noch das Aufbringen der Muttern mit dem dafür erforderlichen Installationsdrehmoment oder dem maximalen Drehmoment von 20 Newtonmeter. Ja, wir haben die Markisen-Adapterplatte fertig montiert. Die Thermax-Anker haben alle ein Anschlussgewinde M12. Die Standard-Markisen-Adapterplatten passen da auch ganz gut drauf. Gibt aber auch Systeme im Markt, welche ein kleineres Durchgangsloch im Einbauteil haben. Für diese Fälle bieten wir einen Gewindereduzierstift an, welcher den Gewindedurchmesser von 12 auf 10 reduziert, inklusive passender Mutter und Scheibe. In diesem Video habe ich dir die Befestigung einer Markisen-Adapterplatte durch ein Wärme dem Verbundsystem hindurch an Hochlochziegel gezeigt. Selbstverständlich könnten dort auch andere Verankerungsgründe auftreten, zum Beispiel Stahlbeton oder Vollziegel oder gar ein Polenbetonstein. In diesen Fällen würde dann eine Bohrlochreinigung zwingend erforderlich werden. Wie in der Montageanleitung aufgezeigt, entsprechend ausblasen, ausbürsten und ausblasen. Und die Siebhülse würde in diesem Fall entfallen. Wir würden dann den Bohrdurchmesser auch reduzieren. Im Falle des Thermax Anker 12 würde der Bohrdurchmesser von 20 auf 14 reduziert werden. Und im Falle des 16er Thermax Anker würde der Bohrdurchmesser von 20 auf 18 reduziert werden. Natürlich gibt es auf der Baustelle jede Menge Sonderfälle. Wenn ihr solche Sonderfälle habt, die eben von den Standards abweichen, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben oder schickt es direkt an die Anwendungstechnik und wir kümmern uns dann drum. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben oder abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Video, euer Bernd.